Gut, also es müsste auf jeden Fall noch ein wenig Schutz gebaut werden. Das heißt, wir gucken mal, wir haben doch hier die. Ich würde halt nicht gern die ganz schmalen nehmen, sondern schon die etwas dickeren. Das heißt, wir müssen die ganz schmalen nehmen, weil wir nur die um die Ecke bauen können. Das heißt, wir bauen. Was würde denn da sein? Das würde da sein. Das wäre irgendwie so ein bisschen einsperrend, ne? Nee, wir machen das mal anders. Wir nehmen mal von. Wo sind sie denn? Nur wo sind sie denn? Ja, wir nehmen mal diese hier, da kann man am meisten mitmachen. Diese hier. Diese hier. Dann lieber mal eben gucken. Diese hier. Windoria Action. Wir haben ja zum Glück noch welche. Nee, auf der anderen Seite will ich das. Nein. Nein. Ja, danke. Und dann nehmen wir hier noch einen von und den drehen wir nach oben. Oder auch nicht. So. Und dann machen wir hier auf der anderen Seite auch noch einen von denen hier. Und dann drehen wir den auch so lange, bis der passt. Siehst du. Und wenn das hier jemand hinklettert, ist ja eher unwahrscheinlich, auch wenn es gehen würde. Dann ziehen wir jetzt nämlich noch schön einen nach oben. Einen auf der Seite, einen auf der anderen Seite und jeweils einen drüber. So. Uppa. Na komm. Schraubendreher, Walter deines Amtes. Sieht ein bisschen robust aus, aber es soll ja auch schützen, dass man da nicht runterfällt. Und trotzdem ist von außen das Fenster oder generell das Fenster noch gut nutzbar. Hier drinnen ist dann halt zu. Na, hier ist dann eben der Abstieg. Man soll von außen ja sowieso nicht so gut reingucken können dann. Ja, also da muss eh noch zu. Ne? Also das ist ja nur hier, dass hier das hier so ein bisschen geschützt wird. Hätte sogar noch Platz für eine Leiter irgendwie nach oben ins Dachgeschoss. Ich meine, hier wäre dann ja zu. Und da kann man nicht ins Dachgeschoss, weil da was im Weg ist. Kann man denn hier ins Dachgeschoss? Ja, guck mal, da kann man ins Dachgeschoss. Das heißt, wir machen hier zu, machen die Leiter einfach hier ran. Dann kann man nämlich hier auch schön aufs Dachgeschoss drauf. Gut, wir haben von den Dingern zum Glück ausreichend. Bim, 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 bam, bam, bam. Bam, bam. Und hier dann die Tür rein. Na, dann ist das symmetrisch schön mittig
könnte natürlich auch in die Tür reinmachen und hier ein Fenster. Beziehungsweise wird dann nicht gehen, weil dann da die Leiter wäre, aber so ein Fenster im Gebäude? Macht man sowas? Gibt es Gebäude, wo ein Fenster drin ist? Also innen? Innen im Gebäude? So, erstmal ein bisschen Licht. Können bei der Gelegenheit eh gleich mal. Hier muss auch noch ausgeleuchtet werden. Ja, man wird dann auf die Tür gucken und wird ein bisschen was von der Leiter sehen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Leiter. Bam. Essen. So, zack. Leiter. Guck, und dann bist du auf dem Dachgeschoss. Weil, ja, hier noch kein Durchgang zum Dachgeschoss ist. Scheiße. Hier war ja gar nicht zu. Upsi. Gut, aber hier könnte man natürlich zu machen. Weil hier oben ist ja eh nicht, was man wirklich nutzen könnte. Das heißt, hier wäre halt eben so ein bisschen Ausblick auf den See. Drüben war, glaube ich, nur Ausblick irgendwie auf die Berge, ne? Ach nö, geht. Der Ausblick hier von oben? Ach, guck mal hier, der zweite Kaktus wächst auch. Gut, das heißt, also man kann sie auch nebeneinander wachsen lassen auf Silver Sand und normalen Wüstensand. Kaktusfarm, ich komme. Aber unterirdisch geht's, glaube ich, nicht, ne? Gut, hier wäre dann eh nochmal zu irgendwann. Aber dann brauchen wir den Scheiß hier gar nicht. Hm. Die Leiter war umsonst. Das Loch machen wir auch wieder zu. So. Ja, es soll ja hier so ein bisschen Wohnbereich werden. Das heißt, jetzt hier einen Bogen reinzumachen, dass man da ins Treppenhaus gehen kann, das ist natürlich auch nicht so geil. Das ist einfach so der Vorraum hier mit Treppen, Treppenaufstieg und Treppenabstieg. Dann eben, dass man hier unten dann in den Bogen rauskommt. Hier ist noch eine Lücke, die muss noch gefüllt werden. Ja, Fackel müssen wir gucken. Die kommt dann hier dran oder so. Und hier dran. Warum habe ich die eigentlich abgenommen? Hier hängen lassen können. Die Tür, die wir nicht haben. Da ist ein Hin- und Hergerenne hier, ne? Läuft. Tür, Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Tür und ein bisschen was für Fackeln. So, aus dem letzten Ofen, der noch funktioniert, nehme ich jetzt das letzte bisschen Kohle. Nächstes Mal, nächste Aufnahmesession, machen wir dann wieder eine Höhlentour. Oder auch nicht, mal gucken. Läuft! So eine Kaktuswand kann man auch bauen hier. Schrecklich, ey. Oh Gott. Ja, man sieht von außen jetzt auch, dass das Gebäude dann von innen auch bewohnt wird. Man sieht zumindest die Absperrung, dass man hier runterfällt. Nee, hier kann man nichts machen. Nee. So. Hier unten. Da wollen wir eine Fackel ran machen. Fackel hier. Das. Ach nee, die wollen wir lassen, wegen damit es wächst. Fackel hier. Geht nicht, weil. So. Gut, also von außen gibt es keine Fackel, gibt dann nur eine Fackel von innen, das passt schon. Hier und hier. Und hier, weil ja durch
Hier die Ecke, hier ist schon. Wie man es macht, ist falsch, ne? Ich glaube, wir lassen das so. So. Hier kann dann ja eh noch eine Wand reingezogen werden, so als Trennwand oder so, dass man dann so zwei Räume hat. So ein, ja, Wohnraum, wie auch immer, Wohnarbeits-, Küchen-, Kochraum und einen so einen privaten Schlafraum oder sowas. Jo, einmal hinabgestiegen. Da muss noch ein Steinstein rein. Aber ich glaube, wir kriegen keinen Steinstein mehr hin, ne? Ha! Wäre doch gelacht, wenn wir keinen Steinstein mehr hinkriegen würden. So. Jetzt könnte da in die Ecke eigentlich auch noch eine Fackel, oder? Ah, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Gut, die Ecke, die ist einfach nur da, dass das so ein bisschen offener aussieht hier zumindest, auch wenn es das eigentlich nicht mehr ist. Jetzt natürlich alles sehr, sehr eng ist hier. Dafür ist dann hier oben ein bisschen Platz, da kann man dann Kisten hinstellen oder so. Ach, da muss noch die Tür rein. Genau. Die gute Tür, die machen wir von hier. Dass man von hier so ein bisschen... Oder? Ne, wir machen die von der anderen Seite. Also ich meine, hier hat man ja schon viel Struktur. Und hier hat man jetzt auch ein bisschen mehr Struktur. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das kann man so machen. Man kann ja hier über jede Tür auch noch irgendwo so eine Treppe setzen. Wird dann halt mit der Fackel nicht mehr gehen. Hat das Ganze noch mehr Struktur. Man kann natürlich auch... so wie hier um die Türen rum auch nochmal legen. Ah, ich glaube, das ist ja ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wir lassen das mal. So. Macht's ein bisschen lockerer, ne? So, ist halt jetzt noch ein bisschen schwierig, irgendwie auf die andere Seite zu kommen. Ja, man muss immer einmal außen rumlaufen. Aber hier können wir eigentlich auch mal zumachen. Ja, hier den Stromkram, da müssen wir mal gucken. Das ist ja auch alles noch irgendwie so halbgar nur. Ja, hier kommt natürlich dann mit Erde zu, da kann man nichts machen. Das bleibt alles so, wie es ist. Na, dann ist dann hier eben zu. Na, dann ist das halt so. Weil wir ja einen Aufstieg schon hier haben, das heißt, hier brauchen wir nicht noch einen. Hier war natürlich immer schön, weil hier schon eine große Fensterfront war. Die ist jetzt natürlich irgendwie weg. Aber, ein bisschen Struktur kann man immer noch reinbringen. Das heißt, da. Und außenrum machen wir dann wieder Treppen, ne? Wird das gehen? Ja, da wird dann Holz hinter sein, ne? Nee, da nicht. Ich hasse Schraubendreher, ich hasse Schraubendreher. Wir brauchen zwei.
Guck hier, und dann machen wir nämlich hier auch nochmal wieder ein bisschen Schraubendreher. Ah, auf Anhieb. So, jetzt brauchen wir diesen komischen Dings-Kram hier wieder. Habe ich denn von diesen gefliest, von diesen Dingern noch welche? Nee, wenn dann bei Holzzeug, ne? Einen. Oh, ein Teil. Wooden Teil. Aha. Warum soll ich das Machrezept am Ende? Das ist doch. Upsa. Hä? Oh, einmal komplett ausfüllen mit Holz. Okay. Da habe ich mich jetzt einfach ganz schnell dran vorbeigeklickt, weil erfahrungsgemäß das Machrezept immer am Ende ist. So, da gibt es dann gleich noch ein Stück von. Das reicht ja dicke und dreifach. 10 Stück, na gut, das würde zweifach reichen. Immerhin. So. Na, man kann hier hinten zwar nichts machen, kann das nicht nutzen, kann da nicht rein und gar nichts. Aber es bringt so ein bisschen Struktur. Und Struktur ist alles. Struktur ist alles. So sieht's aus, meine Freunde. Jetzt kann man es eigentlich auch übertreiben. Mehr Struktur. Wir brauchen. Upsala, das ist falsch rum. Das wird nicht funktionieren. Die müssen aber so rum sein, weil es hier ja schon Struktur gibt. Das bringt auch nichts, da Treppen reinzubauen. Siehst du mal, nicht aufgepasst und schon hast du den Salat, ne? So. So, weil natürlich, warum sollten die sich auch gleich auf Anhieb mal richtig ausrichten? So. Hinein in die gute Stube. Hier drunter wäre ist leider viel zu wenig Platz, um da irgendwas mit Mesekons zu machen, dass die beide automatisch aufgehen, die Türen. Gut. Schade drum, aber so ist das halt. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen dunkel. Faggle. Und schon ist hier wieder Licht, mein Freund. So. Eine sehr spartanisch eingerichtete Küche. Eine doch eher fragwürdige Kochzeile. Hat kein Netzwerk, weil kein Netzwerk da ist. Da brauchten wir irgendwie noch einen Transformator für den normalen Strom, ne? Ach, naja. So, ein bisschen was haben wir ja geschafft. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Juhu! Wir können einziehen. Wir können endlich mal das Holz verstecken. Und dann kann man nämlich auch hier vernünftig Fackeln setzen. So. Gut, müsste man dann hier von der anderen Seite auch noch machen, aber Fackeln mangels Kohle ist ja nicht mehr. Das heißt, hier von der gegenüberliegenden Seite kommen auch nochmal 2 Fackeln rein, dass alles schön hell erleuchtet ist. Und dann ist das gut. Jo, es ist natürlich wieder Nacht jetzt, ne? Das heißt, wir klempern mal noch kurz ein Augenblickchen Zeit. Ja gut, hier kann man natürlich rüberhüpfen, aber komm, wer dann hier rüberhüpft, der hat es dann auch verdient, hier runter zu stürzen. Und sich dann bei doch sehr gefährlichen 3-Notshöhe da irgendwie nichts zu tun. Ah, ja, Essen kann man nochmal eben schnell kurz ein bisschen Folien, Ofenkartoffeln machen. Oh, Folienkartoffeln, da hätte ich jetzt ja auch Bock drauf. Oh. Ohne Witz, ne? Seit ich mein Testspiel und seit es da Kartoffeln gibt, die man in den Ofen tun kann. Jedes Mal, wenn ich mein Test spiele und die Kartoffeln hier mache, habe ich so Bock auf Folienkartoffel. Das ist. Ich kann es mir nicht erklären, aber. Oh, Folienkartoffel. Richtig schöne, große Folienkartoffel. So eine richtig. So ein Tschernobyl-Klopper. So richtig schön. Oh,
mit Creme Fraiche oder Knoblauchsoße dazu. Oh, lecker. Schön aus dem Ofen. Ja, ich esse ja schon. Schön aus dem Ofen. Und dann machst du die Alufolie auf und dann kommt dir dieser herrliche frische Kartoffelduft entgegen. Ach ja. Lecker, lecker, lecker. Das Blöde ist, die kann ich jetzt nirgendwo brennen, die Kartoffeln, aber keine Kohle mehr haben. Weil der Ofen hier, das macht ja nichts. Das Ding geht noch nicht. Das ist ein bisschen doof. Guck mal einer an. Das Einzige, was wir machen können, ist Holz brennen. Machen wir uns kurz ein bisschen Holzkohle. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Aber dann können wir uns dann auch gleich schön Ofenkartoffeln machen. Und dann sollte es das eigentlich so langsam, ne? Oh Gott, 3 Stunden. So langsam auch gewesen sein. Ich weiß noch nicht, also die Folge, die erste Folge der Aufnahmesession, die ist wahrscheinlich, an einem Sonntag erschienen. Sonst plane ich ja immer so. Ach Mensch, sonst plane ich ja immer so Samstag 16 Uhr, ne? Aber ich habe jetzt keine Lust, das noch alles zu schneiden, auch wenn es gerade mal irgendwie kurz vor 9 ist. Ich werde es wahrscheinlich anfangen, abspeichern und mal gucken, wann ich es dann weitermache. Weil der KDN Live jetzt an einigen Versionen sich sehr, sehr komisch verhält. So komisch im Sinne von. Ich breche das Rendern mal ab, weil das Rendern nicht am Start der Datei begonnen hat. Nee, keine Ahnung, aber genau das passiert tatsächlich. Also wenn ich eine Marke setze und sage, hier, render mir ab Marke so und so, fängt an, ist sofort fertig, abgeschlossen und sagt, ist gerendert, aber ist tatsächlich nicht gerendert. Also es ist sehr komisch. Keine Ahnung, woran das wieder liegt. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht weiter tragisch, aber es macht es halt irgendwie dann so ein bisschen länger, weil ich jede Datei dann irgendwie separat bearbeiten muss, muss das jedes Mal neu zurechtschneiden, muss jedes Mal das Intro neu rein, da muss jedes Mal die Bearbeitung neu machen. Na, nee. Jetzt kommt hier die Ofenkartoffel. Die ist viel wichtiger. Ja. Komm, Kartoffel, gib mir, ich hab Hunger. Haben wir erstmal wieder ein bisschen aufgeladen, unseren Hungerbalken. Warten wir noch kurz, dass wir ein bisschen mehr machen können. Und hier, das ist auf jeden Fall Test erfolgreich, würde ich sagen. Test erfolgreich. Wir können einfach einmal rumlaufen hier. Ach, guck mal, hier hängt irgendwas in der Luft. So der Restzaun noch. Ach, guck mal, hier die Höhle. Da können wir auch nochmal irgendwann was machen. Hier kann man schön anpflanzen. Das ist alles Unkraut hier, alles Unkraut. Ist das immer noch so die 60-30-Geschichte? Nö, guck mal hier, 60. 60. Ich lauf mal hin. Vielleicht wird das, was ruckeln verursacht, erst noch geladen, wenn ich hinlaufe. Schön auf unserer Aussichtsplattform, wo man sich noch in den Tod stürzen kann. Nee, geht, ne? Das ist immer diese Lücke, die ich hier irgendwie frei bleibt, aus irgendwelchen komischen Gründen. Ist total merkwürdig. Aber Frames gehen ein bisschen runter, gut, weil viel Wald ist wahrscheinlich. Aber ansonsten, was ist denn da eigentlich? Hier, da diese, das ist nur diese Lücke. Und sobald man näher rangeht, ist sie weg. Wobei die nicht weiter entfernt ist, als das, was hier drüber ist. Also es ist komisch. Und hier auch alles noch Felder. Was ist denn hier eigentlich? Mais, ne? Ich glaube, da war Mais. Na, guck mal, sobald man da ist. Einzige, was da ist ein bisschen Lehm. Aber das sollte eigentlich keine Probleme machen. So, jetzt schnabulieren wir uns noch kurz die Ofenkartoffel hier raus.
Ach komm, bis sie gebrannt ist, ganz ehrlich. Doch, ich nehme mir mal ein bisschen was mit. Ja. Erstmal wieder aufgeladen. Häschen, du bist auf meinem Platz, ne? Hau bloß ab hier. Hau ab hier, hau ab hier. Nein, so, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, für diese Aufnahmesession war es das mal wieder. Wir sind doch relativ erfolgreich gewesen. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben ein bisschen den Keller ausgebaut. Wir haben ein bisschen den Torbogen ausgebaut. Wir haben hier so innen so ein bisschen was gemacht und das war es eigentlich schon. Ein bisschen traurig, also ein bisschen wenig geschafft haben wir ja eigentlich. Nein, egal. Also wir haben ein bisschen Sachen machen können und ich denke mal, das war's. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Tschö!